mein Thema ist ja, ich kreiere ein Leben nach meinen Regeln. Und warum ist es so wichtig? Warum sind die Regeln, die man sich selber aufstellt, so wichtig zu wissen und zu kennen? Hallo, guten Morgen, Annika. Weil die Regeln, unsere Regeln sind eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern hundertprozentig die Leitplanken für unser Leben. Und was so krass ist manchmal, oder dass wir eigentlich gar nicht wissen, was unsere Regeln sind. Was sind unsere Leitplanken? Und diese Leitplanken, die zeigen sich eben auch oft als diese limitierenden Glaubensgrundsätze. Nur habe ich herausgefunden, dass es leichter ist, seine eigenen Regeln, die man sich selber aufstellt, herauszufinden, als ganz tief unten in limitierenden Glaubensgrundsätzen zu bohren. Und jetzt geht's zu mir persönlich nach innen. Und eine Regel, die mich in allem behindert hat, und sei es in Beziehungen, in Liebesbeziehungen, in persönlichen Beziehungen oder sei es in Beziehungen zu anderen Menschen, die die Basis jeglichen geschäftlichen Erfolges sind, weil andere Menschen sind nun mal hier, um mit uns zu geschäften. Wenn wir keine Beziehung auf einer guten Basis zu anderen Menschen haben, die flüssig, in Fülle und in Liebe ist, dann wird es mit unserem Geschäft auch nichts werden, weil auch wenn man die Welt so sieht und sagt, ja, außer mir gibt es niemand, weil wir sind alle eins, sind eben doch die, die wir in der Realität außen sehen, die Menschen, die wir für uns kreieren, um uns unser Geschäft zu ermöglichen. Also wie man es auch immer sieht, die Beziehung zu anderen ist einfach eine grundlegende Basis für alles. So, und was war meine Regel, die ich rausgefunden habe? Und das ist eine krasse Regel. Und vielleicht bringt sie euch auch auf einen, auf einen Weg, der euch auch Erleuchtung bringt in dem Sinne, wo ihr sagt, boah, das habe ich auch. Weil ich glaube nicht, dass ich alleine bin. Und zwar meine Regel, die ich rausgefunden habe, ist, wenn mich jemand verletzt hat, wenn mich jemand enttäuscht hat, dann stelle ich meine Liebe zu dieser Person ab. Und zwar in dem Sinne, dass ich mich zurückziehe, in dem Sinne, dass ich versuche, den rauszublocken und dass ich einfach sage, okay, der will mich nicht, ich drehe mich weg und gehe in eine andere Richtung. Und in dem Moment, wo man so etwas macht, es kann sein, dass man sagt, okay, das ist unterbewusst, aber es ist eine ganz klare Regel. Die Regel, wie gehe ich mit Menschen um, wenn sie mich enttäuscht haben, wenn sie mich vielleicht sogar hintergangen haben, wenn sie mich belogen haben, wenn sie mich nicht unterstützt haben, wenn sie mir nicht ihre Aufmerksamkeit gezeigt haben. Wie gehe ich damit um in solchen Situationen? Fragt euch das mal. Weil für mich war das unglaublich wichtig zu erkennen, was tue ich, was ist da meine Regel und was passiert mit mir? Weil in dem Moment, wo du denkst, ja, das blocke ich ab, damit will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben, gehst du in eine andere Richtung und du betäubst deine Gefühle zu dieser Situation. Und diese Betäubung kann nur stattfinden, wenn du die Liebe, deine Lebensenergie, deine grundlegende Verbindung zu dem, was du bist, abkappst. Und in dem Moment, wo man so eine Regel hat, ist es, man hungert sich quasi selber aus. Und es passiert immer wieder im Leben. Und es gibt für uns alle in unserem ganzen Leben Momente, wo sich Menschen abgewandt haben oder wo wir enttäuscht waren, wo wir dann irgendwie entweder wütend werden oder natürlich auch mit Grund, mit logischem Grund, sage ich. Aber auf energetischer Ebene machen wir etwas ganz Schlimmes. Und zwar, wir kapseln uns ab von dem, was wir wirklich sind, weil wir sind
dieses Feld. Wir sind zu 99% das Feld der wahren, intelligenten Liebe. Das ist das, woraus wir entstanden sind. Das ist das, was unser Herz zum Schlagen bringt. Jeden Tag uns atmen lässt und jeden Tag uns unsere Lebensenergie gibt, weil sonst wären wir tot. Und wenn wir das jetzt für die Beate, für den Peter, für die Mutter, für keine Ahnung, was uns alles einfällt, sagen, nee, den will ich nicht mehr im Leben, ich kapsel das aus. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Lebensenergie da abgeschnitten wird? Und das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, diesen Verzeihensprozess zu machen, wie wichtig ist es zu vergeben, wie wichtig es ist, sich eben selber zu vergeben. Und das ist das, worum es geht, sich selber zu vergeben, dass man nach dieser Regel gelebt hat, die gänzlich gegen jede Regel des Schöpfers, des Universums oder des Allen, was hier jetzt ist. In dem Moment, wo du dich abkapselst und abschottest von irgendetwas, machst du dein Herz zu. Und alle die Meditationen, die Herzensmeditationen kennen, die wissen, wie schwierig das ist, wenn diese Mördergrube, oder? Man sagt auch manchmal, es gibt so ein Sprichwort, mach dein Herz nicht zu einer Mördergrube. Hallo, guten Morgen, Kifaya. Mach dein Herz nicht zu einer Mördergrube, und das Herz wird dadurch Stück für Stück zu einer Mördergrube, weil man sich irgendwann mal, wahrscheinlich an einem sehr, sehr jungen Zeitpunkt seines Lebens, diese Regel aufgestellt hat, was kann ich tun, dass ich nicht mehr verletzt werde? Was kann ich tun, dass ich nicht mehr zurückgewiesen werde? Was kann ich tun, dass mir das einfach nicht mehr passiert? Und dann kommt so eine Regel ins Leben, weil einem das praktikabel scheint, weil ich will mich ja auch schützen. Ich will mich schützen vor diesem Schmerz. Ich will mich schützen davor, dass ich mich jemals wieder so elend fühle. Und dieses Elend fühlen, das kommt aber nicht davon, weil der andere irgendetwas getan hat, was nicht recht war oder was nicht anständig war, sondern dieses Gefühl des Elend fühlen, das kommt daher, weil man sich von der Liebe abgekapselt hat, weil man sich von dem abgekapselt hat, was man ist. Und wenn man das tut, immer wieder im Laufe seines Lebens, und es ist man ja nicht bewusst, weil man denkt, die Regel ist ja da zum Schutz. Und nachher hat man von einer solchen Regel und noch andere ähnliche Regeln, hat man sich ein Gefängnis gebaut. Und ich habe gestern diese wunderbare Brighton-Meditation sehen dürfen, die Dr. Joe Dispenza für die Advanced-Studenten live gestellt hat. Und da sagt er am Anfang zur Einleitung, sagt er, also Leute, kommt, ich habe den Schlüssel zu eurem Gefängnis. Und es ist genau das, diese Regeln, die wir aus logischer Konsequenz entweder uns selber aufgebaut haben oder von anderen vermittelt bekommen haben, wo man einem sagt, ja, ignoriere den gibt es gar nicht mehr in meinem Leben, denn der ist nicht mehr präsent. Das geht so nicht, Leute. Das muss geheilt werden. Mit Liebe, in höchstem Wohlwollen, in höchster Ordnung. In höchster Ordnung des vereinheitlichten Feld, wie es auf Deutsch heißt, in höchster Ordnung der Kohärenz. Und es ist nicht kohärent, jemanden mit Liebesentzug zu bestrafen, sich oder den anderen einfach abzuschotten und rauszunehmen. Das ist nicht kohärent, und deswegen ist es oft so schwierig, in diese Herzkohärenz reinzukommen, die Dr. Joe Dispenza auch in seinen Meditationen mit uns erreichen möchte, weil plötzlich diese Regeln kommen und die sind da, wir spüren sie, sie sind so präsent, weil wir uns nicht erlauben, bedingungslos das Herz zu öffnen, weil diese Regel da schwebt, wie ein Damoklesschwert über uns und meint, sie müsste uns beschützen. Und alles, was sie tut, ist, sie tut uns zwar beschützen, aber in einem Gefängnis.
Gefängnis, in einem Gefängnis, das es uns nicht erlaubt, offen, frei, liebevoll und glücklich durchs Leben zu laufen. Weil es könnte irgendwo einer lauern, den man ausschließen muss, weil er einen nicht beachtet hat, weil er einen nicht gut behandelt hat, weil er einem nicht die Liebe gezeigt hat. Was auch immer, aus welchem Grund wir diese Regel anwenden, es ist unsere Regel. Und wir können diese Regel entlarven und uns eine neue Regel machen. Und jetzt sage ich euch zum Schluss noch, was ist meine neue Regel? Meine neue Regel ist, dass ich ein Wesen bin, das aus göttlicher Intelligenz geschaffen ist, dass ich ein diesbezüglich auch unsterbliches Wesen bin und dass meine Lebensenergie, die der bedingungslosen Liebe des Feldes, des kohärenten Feldes, dass das ist, wofür ich lebe und dass es außer mir nichts anderes gibt, als das, was ich selber schaffe. Und wenn ich mir mit so einer Regel selber den Ausschluss zu bestimmten Menschen in meinem Leben schaffe, dann schließe ich mich selber von mir selber aus. Und ich werde es nie schaffen, offene, glückliche, zufriedene, freie Beziehungen leben zu können und auch angstfrei diese Beziehungen leben zu können, sei es zu einem Partner oder sei es zu Geschäftspartnern oder zu Kunden oder zu Lieferanten oder zu Nachbarn oder zu wem auch immer. Wenn ich verbunden bin mit dem, was ich bin und das auch wirklich spüre und dem vertrauen kann, dann kann es nichts geben, was mich von außen her erschüttert, außer diese Regel ist aktiv und sie sagt mir, wenn irgendetwas in deinem Leben passiert, block es aus. Und dazu möchte ich noch etwas sagen, das ging mir auch auf, als ich diese schamanische Heilung hatte. Und zwar hat mich der Schamane gefragt, ja, wie ist es mit Drogen, Alkohol oder sonst irgendwelchen Süchten? Und dann habe ich gesagt, ich bin suchtfrei. Ich habe keine Süchte, ich bin super anti, irgendwie meine Gefühle zu manipulieren oder zu dämpfen. Ich will das nicht. Und dann sagt er zu mir, aber das ist auch eine Art, deine Gefühle zu dämpfen und nichts zu spüren, indem du dich von anderen, die dich jemals verletzt haben, abtrennst, den Rücken zukehrst und blockierst und deinen Fluss blockierst. Du unterdrückst deine Gefühle. Ob du jetzt Alkohol oder sonstige Drogen nimmst, es ist das Gleiche. Und dann hatte ich einen Wow-Effekt. Und ich habe gesagt, Gott, genau, das stimmt. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich mich versuche zu betäuben, meine Gefühle zu unterdrücken und dann diese Regel zum Vorschein kommen lasse und sage, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben und mich abkapsle in eine Welt, die eben immer mit weniger Liebe gefüllt ist, weil ich das entscheide aufgrund meiner Regel. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch das weiterhilft, ob ihr da eure eigenen Schlüsse draus ziehen könnt. Es ist immer eigentlich das Gleiche, es geht um das Gleiche, um die Verbindung zu dem, was wir wirklich sind, egal um welche Heilung, auf welcher Ebene, zu welchem Thema. Es geht nur darum, dass man sich immer wieder daran erinnert und es geht auch darum, dass man immer wieder weiß, bewusst weiß, was man wirklich tut und nach welchen Regeln man lebt. Und deswegen versuche ich das einfach immer wieder mit anderen Worten aus meinem Herzen heraus mitzuteilen, weil immer wieder ein Stückchen Klarheit aus einer anderen Perspektive macht unser Leben doch viel schöner. Ja, und etwas ganz Wichtiges habe ich zu meinen vorherigen Ausführungen noch vergessen. Und zwar, es ist ganz wichtig auch zu erkennen, was so eine Regel auch noch im Außen bewirkt. Weil das, was wir glauben, also was unsere Regel ist, wird sich immer wieder beweisen im Außen.
Also, wenn ich diese Regel jetzt habe oder hatte, dass ich mich von Menschen abwenden muss, dass ich Menschen die Liebe entziehen muss, dass ich Menschen böse sein muss, wenn sie mich enttäuschen, überlegt mal, was passiert dann. Diese Regel, die ist aktiv, die macht summ, 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 summ. Aktive Regel will sich beweisen, die aktive Regel will sich beweisen. Okay, dann, wo werde ich enttäuscht? Wo ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass ein Mensch nicht vertrauenswürdig ist? Wo ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass ich abgelehnt werde? Wo ist vielleicht ein Anzeichen dafür, dass man nicht mit mir zusammenarbeiten will? Geschäftlich. Oh, wo ist denn ein Anzeichen dafür, dass der und der mich nicht hören möchte? Wo ist ein Anzeichen dafür zu sehen, dass ich eben auch nicht gut genug bin, mit diesen oder jenen Geschäften nach außen zu gehen? Wo ist ein Anzeichen der Ablehnung dafür? All das kommt aus dieser Regel, weil die Regel will sich beweisen, weil sie ist ja da, sie will ja einen Sinn haben sozusagen. Sie möchte ja sagen, ja, ich beschütze dich, damit du das ja nicht mehr erleben musst. Ich beschütze dich, du hast diese Regel da. Und sie beamt immer wieder, weil alles, was wir tun oder sehen, ist ja nur unsere eigene Schwingung. Und wenn du verstehst, was so eine Regel an Schwingung erzeugt, oder? Ablehnung, 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 Ablehnung. Da kommt die Schwingung der Ablehnung aus dir heraus. Du lehnst dich selber und andere ab mit so einer Regel. Und da kann man auch sagen, ja, das ist vielleicht, weil ich nicht gut genug bin. Nein, aber es ist die Regel, die dir sagt, dass du ablehnst und du lehnst ab. Oft schon im Vorfeld, das sind die sogenannten Triggersituationen, wenn sich etwas Ähnliches diesbezüglich zeigt und dann wirst du getriggert, deine Regel wird getriggert und du gehst in die Ablehnung, vollkommen, komplett abgetrennt von dem, was kreiert, von dem, was schön ist, von dem, für was wir da sind, von dem, warum wir alles tun, was wir tun, damit wir uns gut und geliebt und vollständig und vollkommen und gesund fühlen. Und die so eine Regel, die verhindert all diese Dinge. Das hat also einen riesengroßen Rattenschwanz in dem, was wir nachher in unserer Kreation sehen. Also, ich will das jetzt nicht weitermachen, sondern nur die Augen öffnen. Setzt euch hin und schaut euch die Regeln an, die ihr für euch aufgestellt habt. Schaut, was ihr tut, beobachtet euch, seid bewusst und findet jede einzelne Regel heraus und formuliert sie um. Formuliert sie um in kohärente, liebevolle, angstlose Regeln. Weil ihr müsst euch nicht schützen. Ihr seid komplett beschützt. Wir sind alle komplett geschützt. Wir sind in kompletter Fülle, wenn wir uns nicht abtrennen. Also, das war's. Bye, bye. Schönen Tag noch. Gemeinde.com